habe ich für euch einen Gast und zwar... Kannst du das vielleicht noch ein bisschen lauter sagen? Sein Name ist Luis Miguel und er ist wie viele Jahre alt? Vier Jahre alt. Auf jeden Fall haben wir heute vor, einen Make-up-Look zu kreieren, wo er, die kleine Person hier neben mir, mich dann schminken darf. Wir haben hier alles ausgebreitet an schönen, tollen Sachen und du darfst dann jetzt Tante schminken. Hi. Hast du darauf Lust? Nein? So, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach gleich an. So, Luis, als allererstes, weil ich habe jetzt schon Make-up aufgetragen, musst du mein Make-up jetzt pudern. Dann nimmst du jetzt diesen Pinsel hier und jetzt machst du überall auf meinem gesamten Gesicht Puder drauf. Und auch auf den Wangen, genau. Mhm, hier. Hier unten. An der Nase. Naja, ein bisschen besser, ein bisschen mehr. Du kannst ruhig so machen. Mhm, nochmal überall im gesamten Gesicht, auf den Augen. Okay. Meinst du, jetzt bin ich gepudert? Ja. Das ist rosa. Hier. Und dann nehmen wir den Pinsel hier. Und dann machst du das jetzt so rein. So richtig gut. Genau. Und jetzt verteilst du das nur auf meinen Wangen. Warte, warte, warte. So, los. Na los. Ja, weiter. Ganz ruhig die ganze Zeit so machen. Muss nicht immer eine Pause machen. Ja, sehr gut. Jetzt nochmal wieder Farbe nehmen. So, und jetzt die andere Seite. Ja, sehr gut. Noch ein bisschen hier hinten. Wow, okay, alles klar. Ja, ist gut. So, dann wollen wir jetzt ein bisschen Bronzer nehmen. Wie heißt das? Bronzer. Schmeiß weg. Und jetzt verteilst du den Bronzer so hier und noch ein bisschen hier und ein bisschen hier. Okay. Von der anderen Seite. Musst du wieder reingehen in die Farbe? Und jetzt wieder von der Seite auch. Ja? Bist du da fertig? Ja. Okay, jetzt an den Wangen musst du wieder ein bisschen Farbe nehmen. Was? Mhm. Nee, da ist die Farbe. Okay, und jetzt hier an den Wangen wieder. Okay, hier auch. Noch einmal. Hier nochmal. Okay, fertig? Oder meinst du, da muss man noch was machen? Fertig. Jetzt nehmen wir Highlighter. Da darfst du jetzt mit deinem Finger reingehen, so. Mach das mal. Ja, okay, das reicht. Und jetzt nimmst du das und verteilst das auf meinem Gesicht, wo du denkst, dass das dahin kommen soll. Wo du meinst, dass das passt. Wo ist das Gesicht? Ja. Ja. Hier ist mein Gesicht. Mach über, wo du willst. Ich mache jetzt hier. Okay. Mach da. Okay. Und wo noch? Mhm. Und wo noch? Meinst du, jetzt ist fertig? Ja. Ja? Okay. Lippenstift? Oder die? Warum die? Wegen. Wegen? Okay, das ist eine Antwort. Und du weißt, wo Lippenstift hinkommt, ne? Wo denn? Ja. Die Lippen. So dann? Meinst du, ist das fertig? Okay. Möchtest du noch ein bisschen von dem Lippenstift drauf machen? Ja. Ja? Okay.
Willst du einen Kuss haben? Warum nicht? Komm, gib mir einen Kuss. Der Highlighter sieht super schön aus. Ne? Okay, alles klar. So, jetzt kommen wir zu den Augen. Wir nehmen jetzt hier diese Farbe. Oder, ach nee. Welche Farbe möchtest du, Luis? Such dir eine aus. Für die Augen, welche Farbe? Die. Dieses? Okay. Nee. Egal welche. Und das ist schön, du machst so viel Farbe drauf auf dem Pinsel. So, okay. Und jetzt auf meine Augen machst du erstmal das hier. Und jetzt auf meine Augen. Die Farbe? Ja. Das ist fertig so? Okay. Das ist so ein Stift, ne? Und du siehst doch, wo meine Wimpern sind hier oben, ne? Wenn Tante die Augen zumacht, dann musst du mit diesem Stift genau über meine Wimpern eine Linie machen. Mhm. Über meine Wimpern. Ja? Ja, einfach oben drauf. Oh mein Gott. Und das muss auch von da nach da gehen. Ein bisschen länger kannst du den machen. Okay, jetzt die Seite. Mhm. Musst du lang machen, einen Strich ziehen. Mhm. Oh, okay, alles klar. Das ist Wimperntusche. Guck mal, das ist so eine Bürste. Und die machst du jetzt auf Tantes Wimpern. Ganz vorsichtig. Auf die, das sind die Wimpern, die Haare hier. So ganz vorsichtig, so an der Spitze machst du jetzt da die Wimpern. Am Auge? Mach das nicht in der Hand, mach hier. Okay. Sehr gut. Ja, wie du möchtest. Wie ist es für dich am besten? Deine Hand ist schon total schwarz. Fertig? So, das ist der fertige Make-up-Look. Wie ihr sehen könnt, ist gar nicht mal so schlecht. Vor allen Dingen mein Highlighter hier. Und der Highlighter auf meiner Nase. Doch, gefällt mir gut. Hast du gut gemacht. Jetzt kriegst du noch einen Kuss von mir. Können wir dann ja abwaschen. Komm her. Oh mein Gott! So, meine Lieben, das war schon mit dem Make-up-Tutorial. Also ihr seht, es war ganz einfach nachzumachen, ging ganz, ganz schnell. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Luis Miguel hat es auch gefallen, glaube ich. Und jetzt müssen wir beide so machen. Mua. Mua. Tschüss.